Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Prey. Draußen hat es angefangen zu regnen und ich hoffe, ihr habt euch gut eingekuschelt und seid bereit für eine weitere gruselige Folge hier. Oh, und wir konnten gerade noch nachladen, die Shoddy. Machen wir auch gleich, aber ansonsten nehmen wir nochmal gerade die Geschütze mit, falls hier, also hier sind auf jeden Fall Gegner. So, für den Fall, dass wir die Waffe, dass wir die Dingens brauchen. So, komm mal weiter mit. Da unten ist schon mal direkt ein Gegner. Guts Verladebucht. Okay, ein Ätherphantom haben wir da. Alien-Gefahr entdeckt. Oh, der ist ja schon direkt dran. Okay, irgend so ein komisches Zeug hat er auch noch ausgesprüht. Wahrscheinlich Äther. In Anführungszeichen. Gab ja mal den Versuch, Äther nachzuweisen. Allerdings gibt es keinen Äther, weil man ja hier verzweifelt daran ist, wie sich Licht ohne Medium weiter verbreiten kann. Zu 100% kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. Okay, Analyse. Das ist irgendwie... Haben die mit den ganzen Neuromods Deutsch verlernt oder so? Auszug aus einer README-Textdatei von Analyse... Ach so, sie heißt Analyse. Okay, gut. Ich dachte Analyse. Okay, ja. Okay, gut. Mein Fehler. Nee, weil wir hatten ja schon mal irgendeine Notiz, wo richtig, richtig viele Tippfehler drin waren. Dieses Laufwerk enthält belastende Beweise zu illegalen Experimenten in der Psychotronik an Bord der Talos 1, darunter geheime interne Memos, wichtige Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, Namen und Rollen der verantwortlichen Mitarbeiter, Zuordnung der Volontär-IDs zu ihrem bürgerlichen Namen. Diese Informationen bestätigen die Existenz einer außerirdischen Spezies genannt Typhon, sowie die Tatsache, dass bei der Herstellung aller Neuromods menschliche Opfer in Kauf genommen werden. Ich hege keine Hoffnung, dass dies einfach zu glauben sei, ich kann jedoch die Richtigkeit bezeugen, vorausgesetzt ich bin noch am Leben. Denn ich habe an vielen der besagten Termine persönlich teilgenommen. Dr. Analyse Gallegos oder Gallegos. So, im letzten Satz auch eine interessante Sache, Trennstrich hier, das Minus und dann das Komma, habe ich auch sehr lange so gemacht, bis ich dann erfahren habe, dass wenn man das als Trennzeichen nutzt, dass danach kein Komma mehr hinkommt. Ist aber auch jetzt nichts, was ich großartig bemängeln möchte, sondern ich möchte es nur mal erwähnt haben, weil ich selbst das halt auch mal eine lange Zeit so gemacht habe, aber es hieß dann irgendwann, ja, so macht man das nicht, Dave. Wenn du da den Gedankenstrich hast, dann reicht das. Okay, und jetzt schaue ich mich nochmal ganz kurz hier um. Das Geschütz soll uns bitte schützen. Da gibt es mehrere Ziele. Das wäre so richtig gemein, wenn man hier die Tür aufmacht und dann so sagt, hallo, Überraschung, jetzt kriegt ihr den Kollegen Ätherphantom ab. So, gut, da passt alles. Müssen wir was herstellen. Jo, super. Alter Falter, wie viel mineralisches Material haben wir plötzlich? Cool. Ich möchte aber auch noch mal ein paar Neuromods herstellen.
Was wir hier aktuell scheinbar immer noch nicht dürfen. Ja. Ich wollte nur sehen, was man dafür noch braucht für die Neuromods. Für die Herstellung. Okay, hier kommt man wieder in die Lebenserhaltung. Ja, also mal unabhängig von der Bedrohung, die Alex ist, ich hätte es schon ganz gern, wenn man hier... Na, danke. Ich hätte es schon ganz gerne, dass man hier wieder sich komplett frei bewegen kann, weil ich... Wie bitte? Mikrogravitation entdeckt. Ach so, das ist ein abgetrennter Raum. Okay. Okay, ich dachte, von hier aus geht's nach außen hin zur Mikrogravitation. Ah, okay, gut, jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich verschlossen. Ja, ich würde schon ganz gerne mich wieder auf der gesamten Station bewegen können. Denn so langsam aber sicher habe ich ein bisschen Angst davor, das Spiel abzuschließen, ohne mich gewissen Nebenaufgaben mal zuzuwenden und da mal zu versuchen, irgendwie Leute zu retten oder so. Was passiert, wenn ich das jetzt kaputt haue? Geht das überhaupt? Natürlich nicht, ja. Das wäre ein absolutes Chaos. Schwerkraft normal. Okay, da geht's nochmal runter. Ja, aber ich verstehe die Architektur dieses Raumes jetzt nicht ganz. Weil wir kommen dann einfach hier wieder raus und hier ist halt die Schwerkraft normal. Was ist denn mit dir los? Okay, gut. Was haben wir hier? Eine verschlossene Tür ohne manuelle Überbrückung. Ja, okay, dann ist der einzige Weg tatsächlich einfach hier durch, ne? Okay. Seid ihr euch sicher, dass... Okay, gut. Darf ich das Geschütz mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Schade. Ab zur Lebenserhaltung. Ja, ich habe wie gesagt so ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie an einen Punkt komme oder jetzt schon an einem Punkt bin, wo ich die gesamte Station nicht mehr komplett frei erkunden kann. Und deswegen, ja, ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Und ich finde dieses einengende Prinzip, es hatte am Anfang auf jeden Fall was. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Nur muss ich sagen, bin ich aktuell nicht ganz so davon angetan. Merkt man auch vielleicht daran, dass ich täglich immer nur eine Folge Prey aufnehme. Woran das könnte auch daran liegen, dass es einfach, ja, ein bisschen gruselig ist. Und bei gruseligen Games, da muss ich mich sowieso so ein bisschen immer zwingen, das, ja, aufzunehmen. Ich habe zwar mega Bock auf die Games, es ist auch ein tolles Spiel, Prey. Aber ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich. Das ist so eine Art Hassliebe, was man hat in dem Moment, weil du dir auch denkst, oh nein, ich will mir das nicht antun. Aber andererseits denkst du dir, oh ja, ich will mir das antun, weil es cool ist. Wird wahrscheinlich jeder von euch mal gehabt haben. Personal. Auf Mika. Weiß nicht, ob sie ihr Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu ihnen. Ich warne sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf sie schießt. Oder mit Absicht. Morgan? Ist sie nicht auf der Erde? Morgan? Michaela. Ich habe nicht auf Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie.
sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach her, ja. Okay, wir helfen auf jeden Fall. Müssen nur noch mal ganz kurz... wieder runterkommen. Okay, krass. Waren das sogar zwei Ätherphantome? Tatsächlich. Okay, da kommt man irgendwie rein. Ich möchte nicht die Form eines Stuhls annehmen. Oh nein, das hat sogar funktioniert. Oh Gott. Wobei, das wäre jetzt natürlich die Frage, kommt so ein Schild da durch? Wenn man hochspringt vielleicht. Ah, da. Da haben wir was. Vielleicht kriege ich das von hier aus. Ah, Waffen-Upgrade, nicht genügend Slots frei. Dann essen wir mal das. Automatisch sortieren. Ach, automatisch sortieren hätte ich ohnehin mal machen können. Ja, gut. Ja, aber das Essen hat jetzt auch nicht unbedingt geschadet. Notiz. Aber grundlegend werde ich mich auf jeden Fall dazu... Ich werde mich auf jeden Fall dazu... ja, bewegen müssen, das Spiel auch ein bisschen im Voraus zu spielen, denn... Ich bin Ende kommender Woche weg. Da sind wir an der Nordschleife. Und schauen da das 24-Stunden-Rennen. Live. Natürlich. So, wir sind an der Nordschleife und gucken das Rennen am Fernseher. Das wäre auch super. Okay, gibt's hier Programme? Nein. Warum nicht? Okay, ich wollte eigentlich so ein Ding zu mir nehmen, ja. Was ist denn diese Box, in die wir uns verwandelt hatten? Ja, ich behaupte mal, je öfter man... Also wenn man oft genug draufhaut, dann passt das schon irgendwann. Moment, da ist eine Kiste. Schade, immer noch zu groß. Ich finde auch, dass das so ein bisschen mit der... Okay, Moment mal. Dass es mit der Umgebungsoptik auch so ein bisschen an Darkness erinnert, wenn man so diesen... Wenn man mal den einen oder anderen Modus oder so aktiviert. Okay, cool. Das ging ja richtig gut. Okay, haben wir hier... Der Raum kommt mir vom Namen her bekannt vor. Nein. Okay. Da gibt's gar nichts. So, erstmal die Glukanone ausrüsten. Die werden wir gleich wohl brauchen.
Moment, ist es jetzt eine Hauptmission, der wir folgen? Ich glaube schon. Dann möchte ich mich erstmal hier umschauen. Das System der Dekontaminierung funktioniert ja wirklich super, wenn hier überall diese komischen Dinger rumlaufen. Die Teifen. Und hier kann ich jetzt keine Ersatzteile bitte. Ich habe doch gerade eben Ersatzteile verwendet. Gut, dann nutzen wir mal das Waffen-Upgrade. Und mir wurde mitgeteilt, dass der Kuhstrahl sehr, sehr stark sein kann. Moment, was muss ich denn dafür? Ach, Lab-Tag, okay. Ja gut, mir wurde mitgeteilt, dass das Ding ziemlich stark sein soll, vor allem gegen große Gegner. Weil die sich dann nicht so flott bewegen. Und sie platzen dann einfach auf. Zerknittertes Papier, sehr, sehr wichtig. Seltsam, aber ich bewundere ihre Taten. Sie hätten Chief Alizar und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben, wenn auch nur kurzfristig. Oh, wir sind halt nett, ne? Ja, gut, also... Gut, was die Schleuse angeht, da schauen wir gleich vielleicht nochmal vorbei. Ich will da jetzt nicht unbedingt direkt eine Granate für verwenden und ich könnte mich in irgendwas Kleines verwandeln und da an der Seite durch, aber... Lebst du noch? Vorrat in Halle bei Fluchtkapseln, keine Zeit für eine Übergabe, viel Glück. Danke. So, wisst ihr, was ich mal mache? Wie viele Neuromods haben wir denn? 2. Ich glaube, das reicht nicht ganz, oder? Ja, bräuchten wir 6 für. Ja, ansonsten irgendwas anderes vielleicht? Okay, 10 Meter entfernte Geräte, mit denen interagieren. Ah, Wartungsschleuse. Vielleicht ist das dieselbe von eben. Also die andere Seite halt einfach nur. Und der Westen hält Stand. Ist eine Schlüsselkarte.
Okay, wahrscheinlich die Schlüsselkarte zum Sicherheitsbüro. Gehe ich jetzt mal von aus. Okay, Moment mal. Grundlegend. Dich reparieren wir nochmal. So, da können wir jetzt was mitnehmen. Das ist schön. Okay, hier können wir wieder die Pistole nicht mitnehmen. Nicht an Weber weitergeben. 7113. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Warte, ich entschlüssel den Rest und dann kam nicht mehr so viel. Was geht, mein Lieber? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich flicke das Gerät. Fertig. Du bist ein Schatz. Waffen-Upgrade, nicht genug Platz. Ah, also das ist wirklich so ein Kritikpunkt, finde ich. Man kann ja auch andererseits sagen, ja, vielleicht hast du auch einfach zu krass Items gehaushaltet. Aber ich finde, das gibt's nicht immer unbedingt. Ich fände es zumindest cool, wenn es wie in Resident Evil so eine Art Box gäbe, die du dann immer wieder quasi aufsuchen kannst und wo du dein Zeug immer wieder reintun kannst, weil das wäre ja natürlich absolut super. Oh. 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 Ja, darauf hatte ich natürlich nicht geachtet. Und nochmal. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war gerade knapp. Zum Glück direkt nach hinten gelaufen, als ich das gehört habe. Ja, weil einerseits, man möchte ja alles mitnehmen, aber andererseits, du kannst nicht alles mitnehmen. Jetzt, wo wir keine Neuromods herstellen können, wird es auch schwer, irgendwie zu sagen, hey, dann nimmst du halt einfach alle Items... dann verbesserst du halt deine Anzugsintegrität, weil vielleicht möchte man vorher was anderes verbessern. Medbay. Neurale Horizont 3. Noch ein weiterer Neuromod. Sehr schön. Komm schon. 5 haben wir jetzt, oder? Na, da haben wir es. 5, ja. Ja gut. Medizinoperator brauchen wir nicht unbedingt. Warum kommen wir hier nicht mehr durch? Von der anderen Seite haben wir doch auch durchgepasst. Oh, okay. Dann halt so. Gut, da haben wir auch nochmal die Clue-Kanone. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Okay, jetzt wird hier nochmal... So, okay. Gut. Einsatzbereit. Hi. Komm ruhig rein. Lass mein Geschütz in Ruhe.
Gut gemacht, Mate. Okay, hier gäbe es noch. Hier müsste es noch was geben mit automatisch benutzen. Das wäre geil. Gut, ansonsten. Zwei Sachen ablegen. Das Waffen-Upgrade nehmen, verwenden. Oh, da ist auf jeden Fall ein korrumpierter Operator. Ah, okay, das war die Schleuse. Na gut, das hätte sich nicht wirklich gelohnt. Da eine Granate für verwenden? Nee, nee. So ein Fabrikator wäre jetzt sehr schön. Alter, mehr als zwei Schuss mit der Schrotflinte. Beantragen neuen Operator. Transstar Kobold 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Inspektion läuft. Ihre Anzugsindikatoren wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Herzlichen Dank. Ich komme. Ja, wäre auch super, wenn sich der Schrott halt aufeinander stapeln würde. Ja, aber gut, vielleicht bin ich halt auch einfach nur sparsam genug, dass ich dann nie Probleme bekommen werde. Kann ja natürlich auch sein. Auf in die obere Etage mal. Kurz zwischenspeichern vielleicht mal. Ansonsten haben wir fast schon ein halbes Stündchen drauf. Moment, was war das? Die Schiffskontrolle? Sauerstoffkontrolle, okay. Oh ja, Sauerstoff aus der gesamten Station entziehen. Bam. Oh, ein Thermal-Dingens hier. Phantom. Hey Mate, hast du wieder mal Bock? Komm. Wir waren beim ersten Mal schon so ein gutes Team. Ah, die Dinger kann ich ja noch scannen. Scan abgeschlossen. Gut zu wissen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Oh, da habe ich aus Versehen die
Wo kam der denn her? Ich bin doch hier lang gelaufen schon. Okay, bei ihm konnte ich tatsächlich alles aufheben. Material nicht eindeutig identifizierbar. Ich komme. Ja, ich frage mich, warum genau die Entscheidung kam, bei der höchsten Stufe 27 Schuss zu haben, rein balancing-technisch. Warum dann nicht direkt 30, frage ich mich halt. Würde mich mal interessieren. Früher wollte ich, dass wir im All nicht alleine sind. Ah. Oh, hi, Mate. Seit unserer letzten Begegnung habe ich mal ein bisschen aufgerüstet. Gefällt dir wohl auch nicht so gut, oder? Warum? Warum kann ich da so und so viel Typhon-Organe mitnehmen, aber die anderen nicht? Okay. Wir könnten es teilen. So, jetzt haben wir wieder mal ein paar Item-Slots dabei. Ich empfange ein SOS-Signal von einem Kirk Rammer. Ich wollte ihn in Sicherheit führen, aber die Verbindung wurde unterbrochen. Er sagte was von Fluchtkapseln und Lebenserhaltung. Sprechen Sie mit Chief Shaw oben in der Datenzentrale. Ich bin kein Netzwerktechniker. Sie sind sein Vorgesetzter. Lady, wissen Sie überhaupt, was hier unten vor sich geht? Einer meiner Frachträume wurde aufgesprengt. Ich vermisse einige Leute. Bitte sagen Sie mir, dass ein medizinisches Team unterwegs ist. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihre Nachricht an Dr. DeVries weiterleiten und... Verdammt, ich muss Schluss machen. Wo ist Kirk? Kirk, auch so ein Name, wenn man den nicht englisch ausspricht, dann klingt es sehr komisch. Kirk. Okay, das ist nicht das, was ich wollte. Nicht schlimm, wir haben ja genug Leben. Die Ersatzteile kann man wieder mitnehmen, ich verstehe das nicht. Lüfter 3 klemmt. Oh Gott, welche genau sind jetzt damit gemeint? Ach, da. Oh, oh. Oh, ach komm. Verdammt. Ja, mit Lüftern ist nicht zu spaßen. Man hält ja auch nicht einfach den Gesicht in den Deckenventilator rein oder so. Wo ist der denn eigentlich? Gut, soweit sind wir nicht zurückgefallen. Eigentlich gar nicht. Gut, hier hatten wir schon alles. Zack, das hier nehmen. Nehmen. Bisschen was futtern, denn... Jetzt können wir halt ein bisschen was mehr mitnehmen. Okay, was mich jetzt interessiert, darf ich da allgemein nicht runter oder bin ich da einfach nur falsch gelandet? Oh oh. Wie komme ich hier wieder hoch? Oh Mann, ja, ich wollte die Stange nehmen und mir langsam so einen Weg durchbahnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wie kommen wir denn da wieder hoch, wenn wir das gemacht haben? Aber die wichtigste Frage wäre, was bringt uns die Dekontamination? Aber egal, ich will's machen. So, okay, gut. Jetzt gerade nochmal hier. Okay, da haben wir schon alles irgendwie. Okay, wurde wieder ein neuer Speicherstand erstellt, wo wir schon alles gefuttert haben. Okay. Cool. Auf dich komme ich gleich nochmal zurück, Mate. Erwartet mal. Ah ne, die Neuromods bewahre ich mir mal. Das wäre mal eine Möglichkeit. Na, oder auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir dann wieder da hochkommen. Das ist so ein ganz zentrales Problem bei dieser Frage. So, ich würde mal sagen, ich speichere mal schnell. Und dann gucken wir mal, fliegen wir denn höher? Nein, wir fliegen nicht höher, wenn wir uns in diesem Aufwind... Oder? Nee. Ja, okay, Leute. Dann würde ich halt sagen, lassen wir es sein. Das ist wahrscheinlich für die Leute gemacht, die hier Stufe 3 Dingens haben. Ihr wisst schon, also was heißt Stufe 3? Die dieses kinetische Dingens haben, womit sie 10 Meter entfernte Objekte bewegen können. Aber dafür sind mir meine Neuromods gerade auch schon zu schade. Deswegen würde ich sagen, wir haben uns hier mal kurz umgeschaut. Wir gehen gerade nochmal runter. Work with care, ja. Klar. Hat die gesamte Station sicher nach dem Credo gearbeitet. So, und das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe das nie wirklich genau verfolgt. Das sind optionale Missionen. Okay. Einfach mal alles markieren. Ansonsten findet das Besatzungsmitglied Alex Yu. Ja, gut. Das machen wir mal raus. Und das sind die zwei, die für die Hauptgeschichte wichtig sind. Ich gehe jetzt mal zu der Nebenstory-Sache. Ich weiß zwar nicht unbedingt genau, ob wir jetzt uns im gesamten Schiff fortbewegen können, aber ich habe einfach auch Bock drauf. Mal ein paar Sidequests. Ja gut, geht halt nicht, ne? Hauptaufzug der... Ja, okay. Dann folgen wir halt weiter der Hauptquest. Wenn Alex das so möchte, dann machen wir das halt. Gut, dann bedanke ich mich aber trotzdem in dieser Folge fürs Einschalten. Dann machen wir an der Stelle mal ein kurzes Päuschen. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Prey. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Bis dann.